Hallo, herzlich willkommen in meinem Programm. Ich bin Carolina Hehlenkamp und ich möchte mit kleinen Videos immer motivieren, schauen, ob ich Impulse geben kann, dass du selber nachrecherchierst und denkst über bestimmte Themen. Und heute möchte ich mal schauen, was es bedeutet, was die Corona uns eigentlich vererbt hat. Weil viele Menschen haben also eine große Angst gespürt. Und was ich so bemerke in meiner Umgebung und auch in Informationen, die ich weltweit so reinbekomme, ist, dass jetzt eigentlich ein viel größeres Virus uns heimsucht. Und das ist wohl so wie ein mentaler Virus. Die Angst ist so tief in die Systeme eingedrungen und hat so viel aufgewirbelt, dass viele, viele, viele Menschen jetzt schwach werden. Und das ist nicht nur das physische Immunsystem, das ist auch unser psychisches Immunsystem und unser spirituelles Immunsystem. Also das ist das Thema und ich freue mich, da ein bisschen mit dir auch mit Bilder drüber zu teilen. Ja, also dieses Thema ist das Vermächtnis von Corona. Wir haben es ja diese Winter erlebt. Und die Frage ist, wie geht es uns eigentlich nach dieser Corona-Krise? Wissen Sie eigentlich, dass unser Immunsystem nicht nur physisch ist? Ich glaube, viele Menschen denken, das Immunsystem ist wirklich nur körperlich. Aber wir haben drei Immunsysteme in uns. Und unser physischer Teil, den kennen wir gut, das physische Immunsystem wird jetzt zum Teil durch die ganze neue Technologie sehr geschwächt. Wir haben viele neue Systeme, wie das Wi-Fi-System, das sich immer ausbreitet. Dann haben wir die 4G und dann die neue 5G-Strahlungen, die angefangen haben. Und natürlich auch viele andere Mikrowellensysteme in uns, in unser Leben, um uns herum und auch im All. Es werden immer mehr Sachen hochgeschossen im Weltall und das merken wir. Und dann haben wir natürlich, dass unser physisches Immunsystem auch von die ganze GMO, die genmanipulierte Nahrung und die Pestizide, die Chemtrails und so auch beeinträchtigt sind. Und ich denke auch mal, dass wir immer weniger in der Natur unterwegs sind. Wir wissen ja, dass barfuß in der Natur unterwegs sein, dich einfach mal eine Stunde auf der Erde legen, in den Bergen oder an einem Seestrand, wie uns das aufbaut und auch wie die Sonne uns die Vitamine D gibt und uns eigentlich das Leben gibt. Ohne Sonne, ohne Natur sind wir ziemlich verloren. Ich würde sagen, ganz verloren. Ja, wir können eigentlich sagen, dass Immunität erstmal physisch ist, ganz natürlich physisch. Aber es gibt auch eine seelische und eine geistige Immunität. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das merken wir sehr, sehr stark jetzt, wo wir halbwegs 2020 sind. Das ist kapital wichtig. Und ich denke mal, dass viele Menschen das ahnen, dass es sowas gibt. Und wir sehen auch viele Nachrichten, wie Menschen, ich würde sagen, mentale Krankheiten zeigen. Aber erst möchte ich dir mal eine kleine Geschichte erzählen, die sehr, sehr passend ist für diese Zeit und die ich kürzlich mal gehört habe. Es ist eine kleine buddhistische Geschichte über einen weißen Mann und über den Gott der Pest, also der Gott von der, das hieß auch der schwarze Tod im Mittelalter damals. Und es ist eine Story, die ich irgendwie jetzt kürzlich hörte und die ganz, ganz passend eigentlich ist. So, die Geschichte. Es war einmal ein weiser Mann und der saß unter einem Baum. Und da saß er, als der Gott des Bestes oder der schwarze Tod vorbeikam. Und der weiße Mann fragte ihn, wohin gehst du?
Der Gott des Bestes antwortete ihm: Ich gehe in die Stadt und dort werde ich 100 Menschen töten. Bei seiner Rückkehr aus der Stadt kam der Gott des Bestes wieder an diesem weißen Mann vorbei, der unter dem Baum saß. Und der weiße Mann sagte zu ihm: Du sagtest zu mir, du würdest 100 Menschen töten. Aber Reisende kamen vorbei und sie sagten mir, dass 1000 gestorben seien. Darauf sagte der Gott des Bestes: Ich tötete nur 100, die anderen wurden durch ihre eigene Angst getötet. So, und wenn ich dann so an diese Tod, an die Pest und an das, an die Angst, die damit eigentlich so umrumwandelt, denke ich an Rudolf Steiner, der hatte mal darüber gesprochen und der sagt, die Angst in Europa vor der mongolischen Invasion hat damals so eine riesige Angstglocke, Angstwolke hervorgerufen. Und das war die Hauptursache von der Pest, die es damals gab. Also es gab deutlich eine psychische Ursache hinter dieser Plage im Mittelalter. Und jetzt in 2020 sehen wir eigentlich, dass wieder ein nächster Schritt eingeleitet wird. Und das ist ein sehr konkreter Schritt. Es gibt jetzt auch 3 Monate schon der Lockdown. Manche Leute sind noch drin. Und seit dieser Zeit können wir eigentlich deutlich sehen, dass es einen Zusammenbruch des physischen und psychischen Immunsystems gibt, weil die Menschen eine so enorm tiefsehende Angst haben. Und die ganze verwirrende Informationen, die ja täglich wechseln, dass wir an dem Virus sterben können, dass es uns treffen kann oder dass wir eine Gefahr für andere sind oder andere eine Gefahr für uns sind, dass wir es nicht richtig machen. Dass, also der Angst wird also täglich irgendwie mit Informationen, Propaganda, wahre Geschichte, unwahre Geschichte, Analysen, die nicht stimmen, Analysen, die stimmen. Also, und es wird irre viel Angst ausgelöst. Und die sitzt ganz, ganz tief in unserem Überlebenssystem. Also sie ist da wie eingewurzelt. Und ich höre Geschichte von Menschen, die kommen da gar nicht raus. Gehen Sie jetzt auf die Straße, dann sehen Sie gleich, Sie spüren es einfach, wie diese Besorgnis und Angst vor dem Virus oder vor einer zweiten Welle der Corona deutlich spürbar ist. Und das ist überall, also ich höre es von der ganzen Welt, Südamerika, Amerika, Europa, eigentlich überall. Und die Menschen lassen einfach, also ich denke mal, ein Teil der Menschen lässt die Angst los, aber ist deutlich geschwächt, weil sie so, sie stehen so angespannt, würde ich sagen, weil sie ahnen, eine zweite Welle kommt oder es ist noch nicht vorbei oder wir haben keine Lösung, wann es zu ihnen kommt. Und das macht das ganze psychische Immunsystem so schwach, dass es einfach nicht mehr psychisch resistent ist gegen diese Dinge. Und immer mehr Menschen werden dadurch angesteckt. Und es ist nicht wegen dem Virus selbst, also es ist nicht das Virus selbst, das sie ansteckt. Es ist, wie diese buddhistische Geschichte erzählt, es ist wegen ihrer eigenen Angst, dass sie angesteckt sind. So, und dann denke ich mal, da kommt ein zweiter Faktor dazu, der uns sehr, sehr schwach macht, und das ist die Isolation. Viele Menschen mussten vollkommen isoliert leben, so 3 Monate, manche, also ich höre von Peru, die sind immer noch teilweise drin, das heißt 4 Monate, dass die älteren Leute nicht besucht werden von ihren Familien, von ihren Enkeln und so. Und ja, das ist sehr, sehr beunruhigend für uns Menschen, weil wir müssen einfach Teil einer Gruppe sein. Wir müssen uns Teil der Gruppe spüren, fühlen. Ja, und sonst macht das uns krank.
Und wenn wir mit unserer Umwelt ganz alleine sind und ohne Hilfe von anderen damit fertig werden müssen, dann wird unser Gehirn einfach in einen Alarmzustand versetzt. Und unser Körper und auch unsere, sag mal, Emotionalkörper, Mentalkörper werden signalisiert, dass es sich in einem Alarmzustand befindet. Und das bezieht sich wirklich auf alle Systeme, auch das psychische und das spirituelle Immunsystem. Also diese Sache der Angst, nicht zu wissen, was ist, die Angst vor dem Virus, der Angst vor dem Tod, der Angst für vielleicht jetzt auch die Nachfolge, die Angst für die zweite Welle, aber auch diese Angst, die Isolierung hochgerufen hat. Das ist gigantisch. Und Einsamkeit wurde eigentlich immer schon mit allen möglichen medizinischen Problemen in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel dem kognitiven Verfall im Alter, mit Krebs, mit Herzversagen. Und es gibt deutlich einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Krankheit. Und das ist vielleicht interessant für dich, um das mal nachzuforschen. Und ich denke mal, der Plan, die Menschen schwächer und mitgehender sein zu lassen, ist nicht neu. Wir wissen ja inzwischen, dass eine eher globale, zentralisierte Regierung angestrebt wird. Und ich denke mal, die Vorbereitung eines ganzen Jahrhunderts bestand darin, die Menschen in den physischen, psychischen, spirituelle Abwehrsysteme, also Immunsysteme, schwach zu machen. Und das ist weltweit. Das ist in jedes Land ein bisschen anders abgelaufen. Aber so dieser ganze Globalisierungsprozess zeigt uns jetzt, dass das eigentlich schon lange geht. So, das heißt eigentlich, wenn wir um uns schauen, dass wahre Macht so auf dem energetischen Gebiet Ebenen, sag ich mal, schwindet. Und dann bringt dieses Event, ich nenne es mal das 3D-Event von 2020, das bringt einen deutlichen Zusammenbruch der psychischen und spirituellen Immunsysteme. Und es ist dir sicher aufgefallen, wie ich vorher schon sagte, wie viel in den letzten Jahren über mentale Krankheiten geredet wird und wie viele Menschen eingesperrt werden dafür und wie alles unter eigentlich auf dem Haufen von mentaler Krankheit geschoben wird. Ja, dann könnten wir einfach mal schauen, das psychische Immunsystem können wir eigentlich diagnostizieren durch die Existenz von übertriebener Angst. Aber das spirituelle System, das wir sehen können, das geht ohne Denken. Und heute gibt es lediglich weltweit so etwas wie, ich würde sagen, spirituelle Abgestumpftheit, Stummheit, fast wie spirituelle Apathie. Menschen folgen anderen, reden sie nach, tun nichts, denken, ist alles schon gut, der Plan läuft, ich kann mich auf mein Sofa hinlehnen und warten, bis es sich alles ausspielt. Aber dann haben wir eigentlich gar keine Idee, wie es sich ausspielen wird, weil es ist ein richtiger spiritueller Krieg im Hintergrund und der läuft schon seit einiger Zeit und wird auch noch einige Zeit laufen und wartet eigentlich auch, bis die Menschheit so entscheidet, welche Richtung sie ausgehen möchte. Also du kannst wählen, du kannst einfach 2020 nehmen, um mal klar zu werden, welche Richtung du gehen möchtest. Möchtest du, so wie ich in mein letztes Video gesagt habe, diese Luziferase, Techno, Erleuchtung, Richtung gehen oder möchtest du der Weg zu Gott im Bewusstsein gehen? Also ich denke, es sind deutliche Wege, die sich jetzt zeigen und
Interessant ist immer mal wieder zu Rudolf Steiner zu schauen, weil was eigentlich diesem Jahr geschieht, ist etwas, was er schon in 1917, stell dir mal vor, das ist über 100, das sind 103 Jahre her, was er da prophezeiert hat. Er sagte, dass sie sich inspirieren lassen würde. Und Sie können sich selbst vorstellen, welche Wesen er als Sie betitelt. He? Machen Sie sich selbst ein Bild, recherchieren Sie. Und dass sie sich inspirieren lassen würde, um sogar für sehr, sehr kleine Kinder eine Impfung zu finden gegen die spirituellen Neigungen der Seele. Das hat er wirklich so gesagt. Also es ist ein bisschen übersetzte Sprache, aber das war einfach so, was er gesagt hat. Und das ist heute vielleicht die allergefährlichste langfristige gesundheitliche Wirkung, die sie jetzt einführen möchten. Und diese Wirkung würde nicht nur rein physisch sein durch irgendwelche Mittel, die sie uns geben oder Impfungen oder so, aber es ist auch auf spiritueller Ebene sehr, sehr eingreifend und das bedeutet, dass wir keine Verbindung mehr zu den geistigen Welten aufrechthalten können. Und in der Zeit, dass ich meine Indigo-Kinderbücher, Indigo-Phänomenbücher geschrieben habe, habe ich viel mit Wissenschaftler gearbeitet, so Elektrowissenschaftler und so. Und wir haben damals gesehen, also sie haben mir gezeigt, lass mal so sagen, wie Ritalin zum Beispiel schon die Verbindungsschnur mit unserer Seele und der geistigen Welt also wirklich zerstört. Und da gibt es viel darüber zu sagen und wie auch, sag mal, die Verbindung mit unserem Thymusraum, das ja unser höheres Herz ist, oder mit verschiedenen Drüsen im Kopf, wie der, also Zirbeldrüse, die Verbindungen werden einfach wie zerstört. So, und es ist genau jetzt in 2020 überall die Rede von dieser Art von Impfstoff, die die Menschen geistig, spirituell einfach verrückt machen könnte oder wird und sie dumm und uninteressiert machen würde. Und ihre Verbindung mit der geistigen Welt würde dadurch erschwert oder auch ziemlich unmöglich gemacht. So, das sind unsere nahe Zukunft. Einfach für mich das Wichtigste ist, dass wir uns unbedingt unser psychische und spirituelle Immunsysteme kultivieren sollten. Wir sollten uns ganz, ganz dringend darum kümmern und vor allem auch unsere Kinder spirituell damit in Verbindung bringen und uns um ihre geistigen Entfaltung und Entwicklung kümmern. Ich denke, die Kinder sind das Gold unserer Zukunft und im Moment sind sie wirklich auf dieser Ebene eine Zielscheibe. In Amerika werden so viele Impfungen an Babys gegeben. Das ist in Europa nicht der Fall, aber es ist sind zukünftige Pläne, die einfach wir nicht akzeptieren sollten. Es scheint mir, dass die Weltshow, wenn ich es mal so nenne, die Show, die über die Bühne geht, die wir so jetzt einfach mal immer deutlicher sehen, einfach von psychopathischen Deep State Monsters einfach vollkommen fehlgeleitet wird. Und sie haben teilweise auch nicht mal die Berufe, um Entscheidungen für uns zu treffen. Und ich denke mal, wir müssen uns klar werden, dass wir gar nicht an dieser Show teilnehmen müssen oder auch nicht sollten. Es ist einfach eine Show, die läuft und wir sollen uns davon wegdrehen. Und da kommt mir einfach noch eine kleine Geschichte zum Abschluss, den ich immer ganz, ganz spannend finde, weil wir unsere Kraft und Macht und unsere spirituelle Fähigkeit gar nicht
annehmen eigentlich. Und wir sind uns nicht bewusst als Menschheit. Und die kleine Geschichte kommt auch aus dem asiatischen Bereich, die wurde uns immer in Indien wieder gezeigt und erzählt. Und es geht über einen Babyelefanten, der also dann bei ganz liebe Leute kommt und tagsüber mit ihnen mitgeht. Und wenn sie keine Zeit haben, dann binden sie ihn einfach fest an einem Baum oder einen Stuhl mit ein ganz dünnes Seil. Und er steht dann einfach da und lernt, dass dieses Seil ihm zeigt, dass er da stehen bleiben soll. So, und dieses Elefantenbaby wächst und irgendwann wiegt es Tonnen. Aber dieses kleine, dünne Seil wird nicht ausgewechselt. Also es bleibt einfach das gleiche, kurze, ein Meter Seil, wie eine Schnur eigentlich. Und dieses Riesentier, das Tonnen wiegt, bleibt brav stehen, angebunden an einem Stuhl. Obwohl es mit Leichtigkeit das Seil zerbrechen könnte. Er tut es nicht. Er denkt, er kann es nicht. Er hat keine Kraft. Er ist einfach mind-controlled. Er könnte wegrennen mit Leichtigkeit. Aber er tut es nicht.